Herzlich willkommen zu dieser Aufgabe zur indirekten Proportionalitätsfunktion. Es handelt sich hierbei um ein sogenanntes offenes Aufgabenformat. Das heißt, du musst am Ende die Funktionsgleichung ermitteln und hineinschreiben und hast keine Auswahlmöglichkeiten. Man findet bereits hier wichtige Eigenschaften, die du für die Lösung brauchst. Zu sehen ist hier, es geht um eine indirekte Proportion. Deshalb möchte ich mir mit euch nochmal genauer anschauen, worum es sich bei einer indirekten Proportionalitätsfunktion handelt und erst danach auf diese Aufgabe eingehen. Hier geht es nun genau um die Eigenschaften der indirekten Proportionalitätsfunktion. Zunächst einmal die Funktionsgleichung f von x ist gleich a durch x. A wird auch indirekter Proportionalitätsfaktor genannt. Hier siehst du einen typischen Verlauf, einen hyperbelförmigen Ast einer Proportionalitätsfunktion. Wenn wir nun weitere Eigenschaften suchen, so kann man ablesen, dass dem Doppelten der einen Größe die Hälfte der anderen Größe folgt. Zum Beispiel für x gleich 1 erhalten wir den y-Wert 6. Verdoppeln wir x, gehen auf 2, wird y halbiert. Wir erhalten den Punkt 2, 3. Und so folgt dem Dreifachen der einen Größe, also wird x 3, erfolgt ein Drittel der anderen Größe von 6 auf 2. Insgesamt kann man sagen, dass dem n-fachen der einen Größe das 1 durch n-fache der anderen Größe entspricht. Für a erhalten wir insgesamt, dass wir das mal multiplizieren könnten. A ist gleich x mal f von x. Also wir formen die Funktionsgleichung um und könnten gleichzeitig auch schreiben x mal y. Nun kommen wir schon langsam etwas genauer zurück zu unserer Aufgabe und schauen uns den Graph einer indirekten Proportionalitätsfunktion an, der unsere Aufgabe darstellen soll. Auch hier ist zu sehen, dass einem Volumen von einem Kubikmeter ein Druck von 200.000 Pascal entspricht. Verdoppeln wir das Volumen, also wir gehen von 1 auf 2, doppeltes Volumen, wird der Druck halbiert auf 100.000. Das heißt, wir können hier einzelne Punkte ablesen, 1, 200.000, 2, 100.000 und 4, 50.000. In die Funktionsschreibweise dieser Aufgabe übersetzt, würde das nun bedeuten, wir hatten davor a ist gleich x mal f von x. In unserem Fall ist die Funktion der Druck abhängig vom Volumen. Insgesamt a ist gleich das Volumen v mal der Druck. Abhängig vom Volumen. Sehen wir uns nun noch einmal genauer unsere Angabe an. Wir sehen, bei gleichbleibender Temperatur sind der Druck und das Volumen zueinander indirekt proportional. Das heißt, es handelt sich um eine indirekte Proportionalitätsfunktion. Weiters wissen wir, dass einem Volumen von 4 Kubikmeter ein Druck von 50.000 Pascal entspricht. Das heißt, wir erhalten das Wertepaar a, unser indirekter Proportionalitätsfaktor, ist somit 4 mal 50.000. Wir erhalten somit 200.000. Wir erhalten nun insgesamt für die Funktionsgleichung p von v ist gleich 200.000. Durch V. Ich wünsche euch nun für die zentrale Reifeprüfung viel Erfolg und hoffe, wir sehen uns bei dem ein oder anderen Video wieder.